Herzlich willkommen bei Eumeli LP zu einem neuen Part von Sims 2 der dritten Staffel. Und man glaubt es kaum. Es ist schon der 100. Part wieder von dieser Staffel. Ich weiß nicht, wie das sein kann. Ich habe das Gefühl, wir haben die Staffel doch gerade erst begonnen. Aber nö, wir haben schon wieder einiges mitgemacht. Ich lasse mal die Zeit laufen. Tyson hält gerade ein kleines Nickerchen. Die hatte ja die ganze Nacht mehr oder weniger durchgemacht. Sie ist ja auch wieder gesund. Schaut mal, Gerd wird jetzt mit dem Hubi abgeholt als Star-Ikone. Cool. Er war fleißig und hat Chili für uns gekocht, hat Lebensmittel bestellt. Wir lassen ihn auch in Ruhe aufessen. Ich meine, das hat er sich als Star mit der Hubi schon ein bisschen warten. Ich halte ein bisschen Abstand, damit es nicht zu laut ist. Ja, was war ansonsten los? Gerd hat ja jetzt andere Uhrzeiten zum Arbeiten. Ich hatte schon ganz vergessen, dass er überhaupt noch arbeiten muss. Ja, und dementsprechend konnte er den Vormittag mit Tyson hier ein bisschen genießen. Die beiden haben sich unterhalten, haben getanzt, Fang gespielt. Das Tanzen war der Start in den Morgen mit Mario. Ja, da wurde sich noch ein bisschen unterhalten, ein bisschen geflirtet, umarmt und geküsst, damit Mario einen guten Start auf die Arbeit hat. Er war auch fleißig und hat nochmal Mechanik gemacht und ja, Tyson hat sich einen Kochpunkt verdient und ja, also es läuft gut. So, Tyson, jetzt würde ich sagen, stehst aber mal auf, bevor das Essen schlecht wird, ne? Jo, wie geht's denn so, Mario? Das ist John, ne, oder? Ist das dieser John? Ja, John Bergstein, der vielleicht um 50 Ecken rum irgendwie mit uns verwandt sein könnte, weiß man nicht. Naja. Also so, wenn dann angeheiratet, ne? Weil Regina Bergstein kam ja damals zu uns in die Familie. Ja. Und da wir damals modern waren, haben wir einfach ihren Namen übernommen. Da wurde dann aus Müller Bergstein. Jo. Aber gut. Oh, Mario ist wieder da. Yeah, Mario, wo bist du denn? Wo bist du denn? Was machst du denn schon wieder? Ja. Was macht er wohl? Diese Frage ist doch völlig hirnrissig, oder? Wer bist denn du? Du bist aber kein Kollege. Wir haben dich jetzt nicht mitgebracht. Na, hör mal auf mit dem Tai Chi. Guck mal, du hast doch immer Hunger. Kaum, dass du irgendwo bist, hast du Hunger. Dann nimm dir doch direkt mal so einen Teller Chili. Da freust du dich. Ja, dann haben wir das auch schon mal abgefertigt. Mario hat Begeisterung für Fitness entwickelt und kann Proteinshakes aus dem Kühlschrank nehmen. Sehr schön. Das finde ich super, dass ihr das könnt. Du kannst mal genau aufräumen da. Mhm. Ja, und dann musst du schon wieder dich um andere Dinge auch kümmern, ja. Dann leg die Reste weg, nicht, dass es schlecht wird, das wäre schade drum. Und dann kannst du entweder die Zeit nutzen, ja komm, dann nutzen wir die Zeit, in der Mario am Essen ist und säubern mal hier und gehen mal auf Toilette schnell. Oh, da muss auch schon wieder gesäubert werden. Heiliges! Eigentlich sollte das alles Mario übernehmen. Ehrlich, der braucht die Sauberkeitspunkte, glaube ich. Ja, und dann Dusch auch noch, komm. Mario ist noch eine Weile mit Essen beschäftigt und ja. Was müssen wir denn sonst mit dir? Müssen wir nur noch diesen blöden Mechanikpunkt kriegen, ne? Und Sauberkeit bestimmt auch nochmal. Eieieiei. Du Spezialist, du. Ja, aber das erstmal das Chili essen. Das irgendwie gerade aussieht wie ein Müsli? Naja, fast. Nicht ganz, aber fast. Erinnert mich stark an Müsli. Jam. So, komm, mach mal ein bisschen schneller. Ach, herrlich. Gut. Sehr schön, brav, abgespült und bitte aufräumen. Mhm. Bis du damit fertig bist, ist dein Frauchen vielleicht dann auch mal fertig. Und dann könnt ihr ja... Aha. Er hat genau den Wunsch, den ich auch gerade im Kopf habe. Und sie auch. Ja, aber wir machen das dann jetzt mal mit ihm hier. So, Tyson, dann kannst du ja mal dich da hinsetzen. Wäre mal eine Idee. Da bist du schon mal da. So, und dann kommen wir mal hier hin. Reden. Und flirten. Jo. Und dann könnten wir ja mal fragen.
Wir müssen ja nicht immer weggehen, ne? Foto von mir machen. Oh ja. Aber wir können auch mal fragen, gefällt dir eigentlich, was du siehst? Ja, das ist auch mal eine Idee. Und nach dem Date. Wie findest du das, was du siehst? Oh. Nicht fit genug oder was? Das kann nicht sein. Ach komm. Jetzt war ein Date und überhaupt und tralala. Gut. Na, immerhin. Muss ja auch mal was sein. So, stopp, stopp, stopp. Renn mir nicht wieder davon. Was wollt ihr denn alles? Mit ihr spielen, mit ihr Kissenschlacht machen und mit ihr einen Witz erzählen. Na, dann fangen wir mal an. Dann erzähle ich dir mal den Witz von heute. Den habe ich im Krankenhaus gehört, ja. Und dann quatschen wir mal ein bisschen über Spiele und dann machen wir auch mal eine Kissenschlacht. Wenn ich es denn hinkriege. Mhm. Oh Gott, ich bin so gelangweilt. Was will der Typ? Ja, muss wieder was wegnehmen, weil ich wieder ziemlich viel angedingst habe. Ja, das ist schön so, oder? Hm. Sie hat diese Lampe über sich. Das ist irgendwie ein bisschen creepy. So. Ja. Hm? Ja. Okay. Ja, Kartenspiele, das wäre geil. Können wir uns nicht mal einen Tisch kaufen, wo man Karten spielen kann? Nein, ich glaube, das gab's in Sims 4 noch nicht. In Sims 2 noch nicht. Gott, nee. Ich komme ganz durcheinander. Ach ja, spielen wollten wir, genau. Wir wollten eine Kissenschlacht machen. Ich kenne nur diese Spiele, weißt du, meine Süße? Nicht weglaufen, Tyson. Nee, 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 nee. Du kriegst jetzt erstmal was um die Ohren gehauen. Na, immerhin. Damit werden direkt dann mal zwei Wünsche erfüllt. Und dann möchtest du natürlich noch flirten. Oh, Stehblues tanzen und sowas. Wartet mal. Irgendwer muss mal ganz kurz bitte ans Telefon gehen. Hebt mal ab. Du kannst, ja, was willst du eigentlich? Tanzen und unterhalten. Kann ich Tyson sprechen? Nee, jetzt nicht, das ist gerade ungünstig, weißt du? Wir wollen gerade mal ein bisschen hier sowas. Und, einschalten und, dann zusammen, tanzen, zusammen. Halt! Bleib doch bitte mal da. Wo rennst du denn jetzt hin, Mensch? Komm da raus. Dass man euch aber auch immer hinterher rennen muss, das ist blöd. Ja. Genau. Schüttel dich, Mädel. Ich kann dir auch den Rücken kraulen, falls du dich verrenkt haben solltest. Und dann kann ich dich auch mal ein bisschen anflirten hier. Jojo. Oh. Wir müssen ja langsam mal in die Gänge kommen, wir zwei, ne? Weil wenn Gerd demnächst auszieht und wir hier die Bude endlich mal für uns haben. Ja. So, du möchtest küssen, flirten und umarmen. Ja. Umarmen ist auch ganz toll. Und küssen. Oh. Und dann platzt natürlich mitten ins Date. Wer hinein? Unser Gerd. Aber egal, vorher schlapper ich dich noch ab. Oh Gott, was will er hier rumschmusen? Ja, das machen wir gerade. Oh, und Gerd bringt auch noch Leute mit. Ach, das ist ja mal wieder perfekt, oder? Man hat zu Hause ein gemütliches Date. Und dann kommt er hier. Warum hast du sowas an? Warum habt ihr so komische Klamotten an? Was ist das? Wow. Habe ich noch nie gesehen, diese Klamotte. Ja, gut. Und da kommen noch Leute aus dem Wagen. Aus dem Dings. Ja. Ruf den mal bei und dann rede mit dem. Bleibt aber bitte erstmal noch ein bisschen draußen, ne? Das wäre echt cool. Und so, macht mal. Jetzt nicht direkt hier stören, ne? Wir sind beschäftigt, ja. So, da haben wir was. Was möchten wir jetzt? Oh ja, das ist doch das ist eine super Sache. Leute, ich finde das gerade ganz super. Ja, mit Tyson, Techtelmechteln.
Ist jetzt die Frage. Das war aber schön bis nächste Woche. Achso, nee, das war eine schöne Woche. Ich dachte eben schon. Können wir vielleicht mit, warte mal, im Fahrzeug sitzen, eine Spritztour machen? Wenn ich eine Spritztour mache, mache ich die ja nur mit ihr. Oder wie war das jetzt nochmal? Du kannst dich mal ins Fahrzeug verkrümmen. Oder nee, das ist blöd. Das kriegt der doch auch mit. Du möchtest auf jeden Fall auch ein Techel. Sie möchte auch mit im Auto und so. Weißt du was? Ich glaube, ihr zwei geht jetzt mal da lang. Und, ne? Entspannt euch mal. Und du musst nicht Zähne putzen. Nein, dein Atem ist bestimmt frisch genug. Die beiden habe ich ja da draußen noch ein bisschen, ne? Wir wollen doch mal schauen. Wir kriegen das doch wohl hin hier. Naja. Dann lass uns mal kurz und so, ne? Solange die beiden draußen sind, bevor da einer ins Schlafzimmer reinplatzt. Hallo? Hallo. Küssen. Wumschen. Und Dächtelnächtel. Das passt nicht. Okay, mehr als drei nimmt das Ding nicht. So, aber jetzt. Techtel. Genau. Und wir gehen rüber zu Gerd. Ja, genau. Wir können auch noch mal ein bisschen tratschen und über Hobbys quatschen. Sport und was weiß ich. Einen Witz erzählen können wir auch mal. Und dann können wir hier draußen auch noch ein bisschen spielen. Das ist nicht verkehrt. So, mach mal. Ah, hier wird's gerade heiß. Ja! Das ist doch schön, oder? Ihr habt ganz und gar in Ruhe. Guckt euch Tyson an. Sie ist mit Mario zugange und will immer noch sich in Alex verlieben. Ich verstehe das nicht. So, aber da beide auch müde sind, ist jetzt so die Frage, ne? Was willst du denn sonst noch so? Flirten und Rückenkraulen und so Sachen. Ja, und du möchtest auch. Und im Auto wollen sie auch unbedingt, ne? Also. Wir haben aber ein traumhaftes Date, also insofern, ja, das passt schon. Dann schlaft euch aus. Ist in Ordnung. So, und ihr habt was gespielt, oder wie? Warte mal. So. Was willst du denn hier? Jemanden, was? Mit jemandem tanzen. Okay, jemanden einladen, Essen servieren und Chili con Carne essen. Schon wieder. Okay, ah ja, dann, was kannst du denn da alles vorschlagen? Über Nacht zu bleiben? Einziehen? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. ja, was können wir denn sonst mit dem Herrn noch machen? Gestikulieren, küssen, Foto von mir machen, Stehblues, Streichspiel, was können wir denn machen? Ja. Überreden zu. Ja, dann erzähl ihm noch einen Witz. Und dann würde ich sagen, könnt ihr Chili essen gehen. Ja, wahrlich. Das haben wir ja. Ich meine, kann ich auch wieder einen Wunsch erfüllen. So, das heißt, dann gibt's Reste essen. Ich hoffe, es ist noch genug Chili für alle da. Ach ja. Aber es ist lustig. So, die beiden hatten wenigstens ihren Spaß und ihre Ruhe, ne? Wir haben Gerd doch einigermaßen ferngehalten mit seinem Kumpel da. Weil das ist immer so das Schlimmste, was man sich so vorstellen kann. Wenn man mit mehreren zusammen wohnt und man hat gerade ein gemütliches Date, seinen Freund eingeladen, Partner, was auch immer. Und dann kommen da irgendwelche Leute ins Zimmer gestiefelt. Das ist ein bisschen doof, ne? So, du kannst die Gäste auch zum Essen rufen. Genau. Die anderen beiden schlafen noch. Das ist gut. Ja, damit dürfte ich zumindest diesen Wunsch wieder erfüllt haben. Ja. Jojo, jetzt will er sich wieder mit John anfreunden und wieder das Schoßhündchen-Auslaufsding kaufen. Ach ja, ich weiß nicht. Genau, setzt euch da draußen hin und esst und macht und tut. Ja, ich hoffe jetzt darauf im nächsten Part oder so, wenn dann Anna und Family wieder zu Hause sind, dass dann da auch noch mal ein bisschen was geht.
mit den beiden, also Anna und Gerd, meine ich natürlich. Und ja, dass es dann nicht allzu lange dauern wird, bis die beiden zumindest schon mal zusammenziehen. Vielleicht gibt es auch vorher noch eine Verlobung. Müssen wir mal schauen, ne? Naja. So, du möchtest den Rücken gekrault bekommen und mit dir flirten und Mario umarmen. Komm mal her, bekrault. Und flirten. Und umarmen. Und küssen. Ja. Schlungen. Ja, doji. So. was möchtest du? Auch Rücken kraulen und spielen. Ah, okay. ja. Oh Gott, ja. Hier, Rücken kraulen und spielen. Wadu de point, wann bediende. Ja. Lass dir doch mal den Rücken krabbeln. Schön, oder? Ja, und beide möchten noch ins Auto, so wie es aussieht. Ja, vielleicht kriegen wir das ja noch hin. Okay, dann flirte doch noch mal. Du kannst ja mal ein Ständchen bringen. Ja, ist das nicht schön, oder? Tschüss, genau. Geh du mal weg hier. So. Und du musst auch noch duschen. Das kannst du dann da machen. Und du willst auf jeden Fall im Auto sitzen, würde ich sagen. Ja, 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 ja. Komm, put, put, put. Kann man da auch sagen, dass er mitmachen soll? Ich weiß es gar nicht. Mal gucken. Bitten mitzumachen. Ja, geht. Haha, cool. Sehr cool. Vielleicht kriegen wir das auch noch hin. Dann haben wir wieder einen Wunsch erfüllt. Die beiden sind gerade voll auf dem Trip hier, ne? Mhm. Ja, ja, ja. Genau. Setze dich ins Auto. Wartet mal kurz, damit ich mich auch auf euch zwei konzentrieren kann. Ich würde sagen, von Gerd werden wir uns jetzt erstmal verabschieden. Der darf schlafen gehen. Und, ja. Genau. Und wir schauen bei Mario und Tyson, wie es da läuft. ja. Oh, schön. Und dann, nee, nicht. Oh, jetzt könnten sie auch eine Spritztour machen. Okay. Muss ich ein bisschen warten hier? Ah, oh, cool. Moment, Moment. Das muss ich mir erstmal angucken. Mario bitten auszusteigen. Man könnte jetzt irgendwo hinfahren oder auch eine Spritztour machen. Wir können das Radio anmachen, das Licht einschalten. Wir können aber auch einfach küssen und Techtelmechtel. Ja, ja, so machen wir das. Na, macht ihr zwei auch, was ich sage, oder... Wie lange müssen wir da warten? Machen die das oder machen die das nicht? Doch, sie machen es. Komm, gib mir Küsschen. Gib mir Küsschen, ja. So, und das Techtelmechtel im Auto. Hatten wir ja, glaube ich, auch noch nicht so, ne? Ja. So oft hatten wir noch kein Auto und ich höre Gerd im Hintergrund schnarchen. So, Leute, quatscht doch nicht so viel. Jetzt macht mal. Die lassen sich wieder Zeit. Die lassen sich wieder Zeit. Hallo. Ich habe doch keine Zeit. Auf, auf. Pop. Jawohl, ja. Und da wackelt die Kiste. Da wackelt die Kiste. Yeah. Und ganz ohne Feuerwerk. Oh, ich dachte, da kommt oben wenigstens noch ein Feuerwerk rausgehopst oder so. Na gut, okay. Ja, die Zeit läuft ab. Wir haben sowieso ein super tolles Date gehabt. Also was willst du noch? Nochmal flirten und Rücken kraulen. Das funktioniert aber nur, wenn ihr rauskommt. Oder wollt ihr noch eine schnelle Spritztour zusammen machen, ne? Ich meine,
Ihr könnt auch noch mal eine Spritztour machen, habe ich nichts dagegen. Ja. Ja, oder auch nicht. Okay. Ja, dann lass dich küssen. So, das war wow, ich hätte nie gedacht, dass das so toll sein könnte. Jetzt fährt sie doch erst weg. Und ohne Mario. Das ist ja ein geiles Ende, ey. Wir haben ein Date und sie haut einfach ab. Und da kommt sie wieder. Das war eine ganz kurze Spritztour. Bleib doch jetzt mal da, Mensch. Gott, nee. Immer rennen mir meine Sims davon. Nee, du musst auch nicht Zähne putzen. Was willst du denn? Du wolltest doch noch geküsst werden oder sowas. Ja. Und flirte nochmal mit Händchen halten und knutsch sie nochmal. Zärtlich zum Beispiel. Weil dann haben wir hier nämlich einen guten Abschluss für die beiden. Ja. Oh, genau. Was war das eben? Ach, der Blumenstrauß, ne? Den habe ich jetzt abgebrochen, oder? Egal. Ja. Durch, das hast du. Ja. So, wenigstens noch ein Schmuser, genau. So, Dele, und dann würde ich sagen, war's das auch. Wir packen die beiden wieder ins Bett. Das würde gut passen. Die sind nämlich jetzt auch müde, nach der ganzen Turtelei. Wobei, Mario ist gar nicht so müde. Der muss sich einfach frisch machen. Okay, Mario geht sich frisch machen, damit er nicht mehr dauernd an den Spiegel will. Ja, und ansonsten hatten die beiden, denke ich, ein schönes Date. Zwei Techtelmechtels, einmal ungestört bei sich im Zimmer und einmal ungestört auch im Auto. Das nenne ich den Flitzer-Einwein. Ja, und dann war's das auch für diesen Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht, wenn dann in der nächsten Folge der Urlaub von unseren anderen zu Ende geht und so weiter und so fort. Wir gehen mal lieber hier auf Tyson. Schön gucken, wie sie schläft und träumt. Ja, wie gesagt, wie das dann weitergeht, wenn die mit dem Urlaub fertig sind, dass wir dann Gerd bei denen einziehen lassen und mal gucken, wie sich das dann weiterentwickelt, ne? Aber bis dahin, macht es gut und ja, tschüss!